die Marise, mein guter Engel. Ich bin die Marise Grimmus und ich arbeite fürs Hilfswerk in der Heimhilfe und bin in der Region Bongau unterwegs. Frau Schwarz, dann mal so wie alle, das Lauschdarm, Saum und das Badezimmer. Und da fährt man halt so den verschiedenen Kunden und da hat man vielleicht am Tag einmal zwei oder drei. Man möchte ja so gut wie möglich sein Haushalt eh selber machen. Aber mit Putzen, das schaffe ich nicht mehr. Unser Tätigkeitsfeld ist eigentlich, fängt von den Reinigungsarbeiten an. Wir erledigen den Einkauf, wir machen einen Arztbesuch. Durch die Krankheit von meiner Mama, weil die habe ich 10 Jahre zuerst betreut und dann eigentlich gepflegt und dann ist verstorben. Und dann war für mich die Frage, was mache ich jetzt? Und dann war im Hilfswerk eine Stelle frei und die habe ich gekriegt und habe es dann angenommen. Wenn ich einmal alt war und selber Hilfe brauche, glaube ich, wünsche ich mir eine Mitarbeiterin, die genauso wie die Marise arbeitet. Sie ist auch lösungsorientiert, also wenn sie wo wirklich Probleme oder Herausforderungen hat, dann managt sie sehr viel selber. Also so eine Mitarbeiterin zu kriegen, ist fast wie ein Lotto-Sechser. Aber es gibt auch Personen, da, wo mir an die Grenzen stoßen. Die Leute haben einen oft dann nicht mehr und dann klammern sie sich halt an die Betreuungspersonen. Und das ist halt das, da, wo man sagen muss, so bis da und dann Schluss. Ja, die Rechnung geht auf, weil es ist, wo man viel Positives zurückkriegt, viel mehr. Ja, die Marise, wenn die kommt, dann macht es mir wieder Haar. Da bin ich froh, weil ich tue mir schon ein wenig schwer mit der Hand. Und sie traut mir es halt ein und das ist fein. Und eine schöne Frisur habe ich auch wieder. Das ist bald ein Jahr. Ein Jahr ist das schon wieder? Ja, Wahnsinn. Nein, Wahnsinn. Mein neuer Beruf, also die Heimhilfe, die hat mich verändert, indem dass ich jetzt mehr Verständnis habe für Leute, die was oft auch nicht so gesegnet sind mit der Gesundheit. Es ist auch schön für mich, dass ich nach 10 Jahren auch noch so eine Freude habe und das noch gern mache.